Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir bestimmen, wer jetzt neu Mod wird. Also ich habe ja eine Abstimmung in der Community-Post-Funktion gemacht und da konntet ihr euch bewerben als Mod. Und ja, wer jetzt der neue Mod wird, das werde ich heute auf jeden Fall in diesem Video verkünden. Deswegen dranbleiben lohnt sich und ich hätte gesagt, wir fangen sofort an, gleich nach dem Intro. Intro ab! Also gut, Leute, die Mod-Bewerbung lief auf jeden Fall so ab, dass man 5 Fragen beantworten musste. Also im Prinzip musste man nur 4 Stück beantworten. Die 5. war freiwillig. Und die Fragen waren einmal, wie heißt du auf YouTube? Warum möchtest du Mod werden? Wie aktiv bist du auf YouTube von 1 bis 4? Beziehungsweise von 1 bis 10, weil es gab ja auch die 2. Abstimmung. Also eher gesagt, das erste Mal, wo man sich bewerben konnte, da war es dann von 1 bis 10. Deswegen, einer war auf jeden Fall mit dabei, der die 1 bis 10 gemacht hat. Die anderen haben alle von 1 bis 4. Dann, was kann ein Mod alles? Und hast du noch Kanalverbesserungsvorschläge? Und dann steht ja auch noch da, diese fließt halt nicht in die Mod-Bewerbung mit ein. Das waren ungefähr grob die Fragen, Leute. Und als ersten Kandidaten, der sich auf jeden Fall beworben hat, war hier WoofyCraft. Er hat geschrieben zu der Frage, warum möchtest du Mod werden? Ich möchte mich als Mod bewerben, weil ich helfen will. Also wenn jetzt nicht so viele Mods in Livestream sind und dann jemand unangemessene Sachen schreibt, ihn zu kicken oder zu bannen oder anderes. Okay, deswegen möchte er Mod werden, ist auf jeden Fall ein sehr guter Grund. Dann, wie aktiv bist du auf YouTube von 1 bis 4? Er hat da 4 genommen und da kann ich ihm recht geben, also er ist wirklich sehr oft aktiv, das weiß ich, deswegen 4 stimmt auf jeden Fall. Was kann ein Mod alles? Ein Mod kann kicken, bannen, blockieren, also auf dem Kanal. Ja, okay, da hat er auf jeden Fall recht. Also man kann kicken und bannen und ja, wie schon gesagt, halt einfach Ordnung im Chat halt einfach machen. Also wie schon gesagt, halt einfach für ein gutes Feeling im Livestream und so herrschen. Das ist halt so die Aufgabe von einem Mod. Und hat er Verbesserungsvorschläge? Nein, okay. Wir merken uns auf jeden Fall WoofyCraft seine Bewerbung. Am meisten hier finde ich sehr gut diesen Punkt, dass er, wenn es hier nicht so viele Mods im Livestream gibt, dass er dann halt einspringen würde. Ist auf jeden Fall ganz cool und ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Dann gehen wir hier weiter zur nächsten Bewerbung. Der nächste war Tom. Er hat geschrieben zu der Frage, warum möchtest du Mod werden? Weil ich gerne Mod bin und anderen helfen will. Das ist auch sehr cool, weil er Mod gerne sein will. Ist geil auf jeden Fall. Und er möchte anderen helfen. Das ist auf jeden Fall schön. Wie aktiv bist du auf YouTube von 1 bis 4? Da hat er 3 genommen. Okay. 3, ja, würde ich sagen, passt. Eigentlich würde ich sagen, so 3 bis 4 ist eigentlich in Ordnung. Nun bei ihm war er schon wirklich sehr aktiv, deswegen kann man nichts sagen. Was kann ein Mod alles? Bannen, Permaban und einen Timeouten. Das stimmt, exakt. Und wie schon gesagt, halt im Chat einfach für ein gutes Feeling sorgen. Und er hat hier auch keine Verbesserungsvorschläge. Okay. Also wie schon gesagt, zu Tom, ich finde es auf jeden Fall hier sehr cool, dass er gerne Mod sein will. Und er möchte auf jeden Fall anderen helfen. Das finde ich auf jeden Fall ist ein sehr großer Punkt. Und das finde ich auch sehr cool. Ja, allgemein kann man zu seiner Bewerbung nichts Falsches sagen. Er hat eigentlich alles richtig gemacht. Und ja, Leute, wir merken uns auch Tom. Am Ende, wie schon gesagt, wird der Mod ja gesagt, wer am Ende gewonnen hat. Ich habe mir noch nicht eine Bewerbung durchgelesen, deswegen ich lasse mich jetzt hier wirklich überraschen. Und ja, mal schauen, Leute, wer es am Ende wird, wer mich am meisten halt überzeugt hat. Ja, dann gehen wir hier weiter zum nächsten. Er hieß auf jeden Fall Pizza Let's Play. Okay, warum möchte er Mod werden? Weil ich bereits Erfahrung als Mod gesammelt habe und eine sehr nette und positive Person bin, die erst alles auf einen Grund geht und der Hauptgrund ist, dass Action Wolf cool ist. Ach du heilige Leute, das war echt jetzt eine ganz schön lange, ja, Erklärung, warum er Mod werden will. Also er hat auf jeden Fall irgendwie schon Erfahrung. Wahrscheinlich war er schon mal irgendwo bei irgendjemand anderen Mod, okay. Das würde ich aber jetzt nicht so als extrem guten Punkt sehen, finde ich persönlich irgendwie. Und der Hauptgrund, dass Action Wolf cool ist. Ja, ich weiß nicht. Also klar, das freut mich auf jeden Fall, dass ich cool bin. Aber halt als Hauptgrund, ich weiß nicht, ob ich das halt so, ja, als Hauptgrund sehen würde. Ich finde das nicht so gut geschrieben irgendwie. Also ich hätte mir hier schon ein bisschen was Besseres gewünscht. Sowas wie halt hier zum Beispiel Tom, dass er gerne anderen helfen will. Oder WoofyCraft hat das auch ganz gut geschrieben. Ja, und sowas ist zwar sehr cool, dass ihr mich toll findet und sowas, aber das ist halt, finde ich, jetzt nicht so, warum möchte man Mod werden? So, das passt nicht so gut zu der Frage. Auf jeden Fall gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Wie aktiv ist er? Von 1 bis 4. Er hat auf jeden Fall 4 genommen. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich bin gerade überlegen. Ich glaube,
glaube, ich würde bei ihm eine 2 geben. Weil so aktiv ist er jetzt nicht. Er ist so ein bisschen aktiv, aber jetzt nicht so aktiv. Dann gehen wir hier weiter zum nächsten. Was kann ein Mod alles? Ein Mod kann Bannen, Timeouten, Leute für ein paar Minuten vom Live-Chat sperren. Okay, er hat das beschrieben, das Timeouten. Und ja, mehr weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall geil. Also Bannen stimmt auf jeden Fall. Timeouten ist auf jeden Fall auch gut beschrieben. Er hat es hier extra nochmal in Klammern gesetzt hier, dass man halt, das, was halt Timeouten halt, wie schon gesagt, bedeutet. Und mehr weiß er nicht. Okay. Ja, ein Mod kann auch zum Beispiel nett sein, sich gut mit den Leuten unterhalten. Also so, es ist ja nicht immer so das Schlimme irgendwie. Also ich weiß nicht, das Timeouten, das Bannen hört sich so irgendwie alles so schlimm an. Ein Mod kann, wie schon gesagt, noch ein bisschen was mehr so. Der ist halt einfach für das gute Feeling auch da, so Leute. Also so ein Mod ist halt, wie schon gesagt, wenn er halt was Tolles reinschreibt im Chat, wie zum Beispiel, wie geht's euch allen und sowas. Sowas halt, das Feeling ist halt auch so, was ein Mod halt auch beeinflussen kann. Und deswegen, das ist halt auch so ein Punkt, die ich ja noch mit dran genommen hätte. Hat er auf jeden Fall noch irgendeine Verbesserungsvorschläge? Hat er nicht mal ausgefüllt. Chillig auf jeden Fall. Und dann hätte ich gesagt, zu dieser Bewerbung finde ich auf jeden Fall im Groben und Ganzen okay. Ist, finde ich, aber nicht so gut wie Tom und Wuffycraft seine. Also, weil hier das mit dieser 4 hat nicht gestimmt. Da hätte ich, wie schon gesagt, eine 2 genommen. Und dann hätte ich halt hier diesen Punkt halt anders gemacht. Aber ja, sonst grob, das passt hier mit diesem Mod. Und Verbesserungsvorschläge hatte er ja keine. Also, wie schon gesagt, der einzigste Punkt, der hier stimmt, ist halt das mit dem Mod. Ja, ich hätte gesagt, Leute, wir gehen mal weiter zum nächsten und schauen uns mal noch die nächste Bewerbung an. Wir haben ja noch ein paar vor uns. So, den nächsten, den wir haben, ist Jan. Warum möchte er Mod werden? Hallo, ich möchte Edgewolf gerne dabei unterstützen, dass wenn zum Beispiel jemand im Chat beleidigt, kicken kann, es würde mich sehr freuen, wenn ich Mod werde. Danke. Das ist ein geiler deutscher Satz. Auf jeden Fall, ja, er möchte mir gerne helfen. Das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr cool. Und was ich auf jeden Fall auch lustig finde, ist, dass er auf jeden Fall gerne Mod werden will, dass er dann halt Leute, die beleidigen oder sowas, halt kicken kann. Ist auf jeden Fall ein guter Punkt so. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen was so dazu noch gewünscht, dass er irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich möchte für eine gute Stimmung, wie schon gesagt, sorgen. Aber ja, sonst passt es auf jeden Fall. Wie aktiv bin ich von 1 bis 4? 3 hat er genommen. Ja, bei ihm würde ich auch so eine 3 bis 4 machen. Ja, ist ungefähr so aktiv, wie er ist. Also eigentlich passt das so. Dann, was kann ein Mod alles? Ein Moderator ist eine Person, die von einem Creator damit betraut wird, seinen Kanal zu einem positiven und sicheren Ort für die Community zu machen. Er kann Kommentare von Zuschauern zu einem Video und die Nachricht, die Teilnehmer während eines Livestreams im Live-Chat senden, prüfen und verwalten. Mir kommt so vor, als hätte er genau diesen Text irgendwo rauskopiert. Ich sag mal so, also wenn du es selber geschrieben hast, ist es auf jeden Fall perfektes Deutsch, aber mir kommt es auf jeden Fall ein bisschen sehr so vor, dass er es irgendwie kopiert hat, was ich ein bisschen schade finde. Ja, weil hier sind nämlich ein paar Sachen dabei, bin ich mir ganz sicher, wenn ich ihn das fragen würde, was so manche Wörter bedeuten, dass er nicht so ganz weiß, was sie überhaupt bedeuten. Irgendwie kommt es mir so vor, aber egal. Also gut, gehen wir mal zur nächsten Frage. Hat er noch Kanalverbesserungsvorschläge? Eigentlich nicht, bleib so wie du bist, Wolfi. Okay, das ist auf jeden Fall ganz schön geschrieben. Das passt auf jeden Fall. Und ja, wie schon gesagt, seine Bewerbung ist ganz cool gemacht. Man kann nichts sagen. Das Einzige, was ich hier nicht so toll finde, ist der Punkt 4, also die vierte Frage, wo er halt hier, ja, irgendwie das aus dem Internet kopiert hat, finde ich. Ich weiß nicht, ich habe es nicht geschrieben, dass man es nicht machen darf, aber ja, ich weiß nicht. Ich hätte mir schon eine eigene Antwort gerne gewünscht. Aber wie schon gesagt, gute Bewerbung kann man eigentlich nicht sagen. Danach, Leute, haben wir noch den nächsten. Mal schauen, wie viele haben wir denn allgemein noch. Aber wir haben noch, glaube ich, 3, 4 Leute haben wir noch. Oh mein Gott, Leute, jetzt wird's lustig noch. Also gut, gehen wir mal zur nächsten. Wie heißt du auf YouTube? LilyGirl125. Okay, das erste Mädchen für heute. Stabil. Warum möchtest du Mod werden? Ich gucke Wolfs Videos immer und er ist mein Idol. Das ist eine geile Begründung. Okay, auf jeden Fall hätte ich mir bei dieser Frage, wie schon gesagt, gewünscht, ich will für eine gute Stimmung sorgen und so weiter und so fort. Nicht, ja, irgendwie, ich bin ihr Idol. Klar kann man das mit einbeziehen und ich finde es eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, aber ich hätte mir vielleicht noch was anderes gewünscht. Wie aktiv bist du auf YouTube von 1 bis 4? Hat sie 4 genommen, okay. Ist auf jeden Fall, ja, passend, kann man nichts sagen. Sie ist eigentlich oft mit dabei im Stream, deswegen passt es. Was kann ein Mod alles? Man kann als Mod die Leute, die schlechte Sachen oder spammen, rauswerfen. Die hat da auf jeden Fall recht. Sie hat es ein bisschen umschrieben. Sie meinte wahrscheinlich damit irgendwie blockieren oder timeouten. Aber ja, kann man eigentlich nichts sagen. Passt. Hast du noch Kanalverbesserungsvorschläge? Nein, dein Kanal ist super. Vor allem die Skin-Contests. Das freut mich auf jeden Fall, dass die Skin-Contests ihr gefallen. Und ja, bewerbungsmäßig kann man eigentlich auch nichts sagen. Hat sie eigentlich
eigentlich alles ganz cool gemacht. Die einzige Frage, die ich, wie schon gesagt, ein bisschen bemängeln würde, wäre das hier mit diesem, warum möchte sie Mod werden? Das hätte ich mir ein bisschen besser noch gewünscht, wenn die das ein bisschen besser beschrieben hätte. Aber sonst, wie schon gesagt, passt das. Dann gehen wir mal zum nächsten, Leute. Zwei oder drei Leute haben wir noch. Wie heißt du auf YouTube? Krumme Banane. Okay. Warum möchtest du Mod werden? Weil ich noch nie eine Rolle hatte. Das ist mal eine geile Begründung. Die würde ich hier komplett streichen. Ich weiß nicht, Leute. Das ist keine so nicht aussagekräftige Aussage. Wie schon gesagt, da muss man so schreiben, ja, ich möchte für eine gute Stimmung im Chat und sowas herrschen. Es ist, finde ich, irgendwie besser. Aber nicht sowas irgendwie. Wie aktiv bist du auf YouTube von 1 bis 4? Er hat 3 genommen. Okay, ja, das würde ich so unterschreiben. Das passt auf jeden Fall. Was kann ein Mod alles? Leute bannen und Leuten im Chat helfen. Er hat diesen Punkt das erste Mal als einzigste Person bis jetzt verstanden. Genau. Leute im Chat helfen ist im Prinzip für eine gute Stimmung sorgen, Leute. Das meinte ich damit. Also deswegen ein sehr, sehr großer Pluspunkt für ihn. Hast du noch Kanalverbesserungsvorschläge? Dass du die Voice Facecam wegmachst. Das ist auf jeden Fall eine geile Idee. Nee, aber das kann ich leider nicht machen. Deswegen diesen Punkt kann ich leider nicht werten lassen, Leute. Nein, Spaß, aber die Sache ist die, ich kann die Facecam leider nicht wegmachen, Leute. Das ist halt das kleine Problem. Aber ja, Leute, damit müsst ihr leben. Ihr müsst mich als Wolf ertragen, weil ich möchte noch ein Privatleben haben. Das ist einfach der Grund. Aber die allgemeine Bewerbung hier kann man eigentlich nicht viel sagen. Das passt eigentlich grob. Wie schon gesagt, das zweite hier finde ich jetzt nicht so gut gemacht. Da hätte man ein bisschen was besser schreiben können. Und ja, das letzte hier ist ein bisschen lustig. Aber sonst, wie schon gesagt, passt das Ganze. So, jetzt haben wir noch zwei Leute. Einmal hier den Luke1FR und hier unten den XSaiAC. Okay, gehen wir mal zu Luke1FR. Warum möchtest du Mod werden? Weil ich den Chat sauber halten will und aufpassen will, dass niemand spammt. Das ist eine sehr gute Begründung. Kann man nicht sagen. Das passt auf jeden Fall. Dann gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wie aktiv bist du auf YouTube? Hat er 4 genommen? Ja, kann ich auch nur so unterschreiben. Er ist in jedem Livestream eigentlich mit dabei, deswegen passt es. Was kann ein Mod alles? Bannen, warnen und sagen, bitte nicht spammen und blockieren und timeouten. Ich hätte vielleicht noch reingeschrieben, dass er halt für eine gute Stimmung im Chat sorgt, aber sonst passt es auf jeden Fall. Und dann hast du noch Kanalverbesserungsvorschläge? Nein, tut mir leid. Okay, das passt auf jeden Fall. Ja, also allgemein zu der Bewerbung kann man nicht viel sagen. Das passt so, wie er es geschrieben hat und sehr, sehr gut auf jeden Fall. Dann gehen wir auf jeden Fall weiter zum letzten, Leute. Und der letzte, der ist XSaiAC. Okay, warum möchtest du Mod werden? Ich möchte gerne Mod werden, weil ich Wolf unterstützen möchte. Wenn jemand im Stream Faxen macht, dass ich als Mod eine Zeitbann mache. Okay, er will auf jeden Fall mich unterstützen. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Und er möchte, wenn jemand Faxen macht, also im Prinzip Blödsinn oder sowas, dann kann er ihn timeouten. Das ist auf jeden Fall sehr schön geschrieben. Und ja, das passt auf jeden Fall. Er hat mit diesem anderen Link hier gearbeitet, mit dieser anderen Webseite. Deswegen steht hier, wie aktiv bist du auf YouTube von 1 bis 10. Deswegen hat er 5 genommen. Das würde ich jetzt nicht so nehmen. Also von 1 bis 10 würde ich sagen, ja, bist du vielleicht so eine 7 oder 8. Also eine 5 ist ein bisschen sehr untertrieben. Gehen wir mal weiter zur nächsten Frage. Was kann ein Mod alles? Leute bannen, können Leute Zeitbann geben. Ja, das stimmt. Und wie schon gesagt, ich hätte mir da noch gewünscht, Leute halt gut irgendwie im Chat, ja, unterhalten oder halt mit denen ins Gespräch kommen und sowas. Und dann hast du noch Kanalverbesserungsvorschläge? Nein. Okay. Also bis jetzt hatte gar keinen Kanalverbesserungsvorschlag. Das ist auf jeden Fall stabil. Außer hier krumme Banane. Er will auf jeden Fall, dass ich die Wolf-Facecam wegmache. Was immer noch so lustig ist, aber ja, wie schon gesagt, kann ich leider nicht machen. Ich hätte gesagt, derjenige, der am besten eigentlich geschrieben hat, fand ich mit, war irgendwie WoopieCraft. Also seine Aussage hier fand ich eigentlich sehr cool gemacht. Und was ich eigentlich auch ganz cool fand, war hier Luke1FR. Ihn fand ich auch nicht schlecht. Das Gute bei Luke1FR fand ich, war, dass er hier halt das richtig ausführlich und so geschrieben hat. Allgemein bei ihm hat halt sehr viel gepasst. Und bei WoopieCraft fand ich auch ganz schön die Aussage hier oben. Ich möchte mich als Mod bewerben, weil ich helfen will. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn nicht so viele Mods da sind, dass er halt die Leute, die halt unangemessene Sachen machen, halt einfach timeouten kann oder bannen kann. Das finde ich ganz schön geschrieben. Und deswegen würde ich auch sagen, die beste Bewerbung ist wirklich die von WoopieCraft. Ich weiß, viele andere waren auch sehr, sehr gut. Und man kann eigentlich auch nichts sagen. Aber ich muss sagen, die von WoopieCraft finde ich ein bisschen besser als die anderen. Ist meine eigene Meinung. Alle anderen haben es eigentlich auf jeden Fall auch sehr gut gemacht. Es waren viele Leute dabei, die hatten sehr gute Punkte. Kann man eigentlich nicht sagen. Aber wie schon gesagt, die von WoopieCraft finde ich am besten. Ja,
Dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, Leute. Lasst auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin noch geschaut habt, gerne eine positive Bewertung da. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keine weiteren Livestreams bzw. die nächsten Videos nicht mehr. Seid auf jeden Fall nicht traurig, wenn ihr jetzt hier kein Mod geworden seid. Es wird bestimmt irgendwann wieder eine Modstelle frei. Deswegen, man kann sich bestimmt bald wieder bewerben. Und dann wisst ihr ungefähr jetzt schon mal grob, auf was ich Wert lege und ja, was sehr gut ankommt. Also gut, Leute. Ich hätte gesagt, das war's mit dem Video. Haut rein, ciao Action Wolf und ciao.